Und dann hatte ich meinen ersten Termin bei meiner damaligen Bank und habe gesagt, hey Leute, so, weiß gar nicht, ich glaube 40.000 Euro waren es oder so fürs erste Geschäft. Ich brauche 40.000 Euro, ich will mich selbstständig machen, das ist mein Plan, Friseursalon, da, 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 ja. Und ich erinnere mich noch genau an den Banker, der saß da, ja, noch einer, der einen Friseursalon hat. Ach Gott, danke. Ja, also so richtig arrogant herablassen. Mhm. Nicht so, ja, aber wie Sie sehen in meinem Businessplan, es geht nicht nur um das Thema Haare schneiden, sondern es geht um Wellness und Das heißt, damals hattest du schon den Gedanken, das Ganze auch wirklich in so einem Rundumpaket zu packen. Genau, also für mich war immer wichtig, also ich habe immer versucht, die Brille des Kunden aufzusetzen. Ja. Und ich habe nie verstanden, jeder jetzt in meiner Branche macht Haare schneiden, Haare schneiden, Haare schneiden, Haare schneiden. Und die Strategie, die fahren, ist, okay, ich mache einen neuen Laden auf, ich mache 2 Euro weniger wie der andere, dann habe ich mehr Kunden. Mhm. Mhm. Total schlecht, ja, weil die Qualität leidet, das Niveau leidet. Du bei den Dönerläden heute. Genau, das ist ein Riesenthema. Und ich habe mir überlegt, okay, wie kann ich das Gegensätzliche machen, indem ich dem Kunden mehr Service, mehr Erlebnis biete, dass er ein Rundum-Paket bekommt. Mhm. Und dafür natürlich, klar, Service kostet immer. Ja, Service kostet Zeit, Service kostet Personal mit einem höheren Preis. Mhm. Und habe verstanden, dass das relativ einfach funktioniert. Mhm. Man muss ein bisschen sagen, in meiner Branche, der Durchschnittssalon macht im Jahr 100.000 Euro Jahresumsatz. Mhm. Okay. Meistens mit 2, 3 Mitarbeitern. Mhm. So, jetzt müssen wir mal überlegen, was bleibt da übrig? Ja, klar. Nichts. Mhm. Das heißt, schlechte Bedingungen, schlechte Löhne, kein Geld für Weiterbildung, kein Geld für Investitionen. Ich habe gesagt, okay, das wird so nicht funktionieren, so möchte ich nicht arbeiten. Ich muss einen gegensätzlichen Weg machen. Mhm. Das Gute ist, viele Menschen sind halt bequem. Mhm. Und jetzt auch, sagen wir mal, viele Mitbewerber, die gehen halt hin und machen halt ihren Standard, schneiden, Dienstleistung, Kunde ist zufrieden, geht raus und verändert nichts. Mhm. Aber wenn du halt einfach dem Kunden mehr bietest, dann hast du halt die Chance, auch einen besseren Preis zu nehmen. Wenn ich einen besseren Preis habe, kann ich mein Personal besser bezahlen, wir haben mehr Geld für Weiterbildung, also du hast viel, viel mehr Optionen. Mhm. Ja. Okay. Und für mich war so ein einschlagender Moment, ich habe damals habe ich einen Freund angerufen, der ist Rechtsanwalt, habe gesagt, du, ich brauche mal einen Brief von dir, kannst du mir das bitte fertig machen? Hat er gesagt, ja klar, kein Problem. Hat mir den Brief geschrieben, Viertelstunde gedauert, ja, und hat 150 Euro verrechnet, ja. Und dann habe ich so überlegt, okay, ich bin jetzt irgendwie an meiner Kunden, keine Ahnung, 90 Minuten und kriege 70 Euro, ja, so brutto, mhm, mit Material. Das kann nicht funktionieren, ja. Also da habe ich schon verstanden, es geht nicht. Mhm. Der Weg, dass du sagst, du nimmst deine Dienstleistung, machst sie einfach teurer, funktioniert nicht. Also kannst du machen, aber da verlierst du einfach. Klar. Ja. Wenn du aber sagst, du machst ein anderes Konzept, ein anderes Erlebnis, also Erlebnis ist ja das Schlüsselwort, ja, dann wird es funktionieren. Mhm. Klar gehen da auch Kunden weg, ja, also du verlierst auch Kunden, weil die einfach sagen, du, ich möchte nur eine Standarddienstleistung. Die gehen dann einfach zu dem, der das halt abbildet. Mhm. Ja. Aber du ziehst auch andere an. Genau, und dafür kriegst du wieder neue halt, ja. Und ich finde, also damals habe ich es noch nicht so stark gemerkt, ja, aber du hast ja 8 Stunden am Tag und irgendwann geht die Energie aus. Also du hast nicht mehr so viel Power. Ich habe auch heute nicht mehr so viel Power wie mit 20. Ja. Und dann musst du auch smarter ganz einfach arbeiten. Ja, 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 Wahnsinn. Ja, und wie hast du den Banker dann letztendlich rumgekriegt? Ja, das war. Also der Vorteil war, da kamen schon meine Eltern ins Spiel. Mhm. Ja, also ja, langjährige Kunden. Mhm. Nee, habe ich nicht gemacht. Okay. Also ich habe meine Eltern nicht, das wollte ich nicht. Ja. Das wäre eine Option gewesen, aber wollte ich nicht. Mhm. Also ich habe ihn ein bisschen totgelabert, ja. Und ich glaube, irgendwann hat er gesagt, ey komm, der Typ labert so viel, ich mache jetzt einfach. Halt einfach mit dem Mund. Auf deinen Laden. Genau. Und das Gute war, mein Schlüssel war immer, ich habe niedrige Fixkosten. Mhm. Ja? Also die Miete war relativ günstig. Ja. Es war, man hätte es auch als Wohnung vermieten können. Das heißt, ich habe das ein bisschen umgebaut. Mhm. Habe nicht viel investiert, also nicht High Class gemacht, sondern habe erstmal aufgebaut. Mhm. Ja. Und ganz wichtig, nicht direkt einen dicken Firmenwagen geholt. Natürlich, erstmal nicht direkt. Kosten unten. Genau. Und habe dann Personal aufgebaut. Mhm. Ich gesagt, so, es lief dann gut, die Kunden sind gut mitgegangen, Bank hat gemerkt, okay, funktioniert. Mhm. Ja. Und wurden immer größer. Und dann hatte ich halt Platzproblem. Musste ich halt quasi neue Räumlichkeiten suchen. Ja, ja. Das war so nach 2 Jahren, weil da waren wir 4 Mitarbeiter. Man muss dazu sagen, das erste Geschäft hatte 50 Quadratmeter. In Summe. Mit allem. Ja. Also es Wahnsinn. War sehr kuschelig. Ja. Ja, Wahnsinn. Und heute hast du einen Premium-Beauty-Salon und mehrere weitere. Genau, da sind wir also bei über 200 Quadratmeter in der Gesamtfläche. Und wie viele Mitarbeiter? In Summe sind wir jetzt mit allem 35 Mitarbeiter. Wahnsinn. Respekt. Also Respekt. Da haben wir schon gut aufgebaut. Mhm. Ja. Schön. Neugierige Frage, musst du auch nicht darauf antworten. Du hast vorhin gesagt, der durchschnittliche Salon macht 100.000 Euro Jahresumsatz. Ja. Was wir so machen. Ja. Muss ich nicht darauf antworten. Ja, also wir sind deutlich drüber. Ja.